Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 17. Das fühlt sich gar nicht nach viel an eigentlich, beziehungsweise hört sich auch nicht nach viel an. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich das schon seit sehr langer Zeit mache. Das ist ein sehr interessantes Gefühl. Ich habe noch nie einen Podcast vorher gemacht oder irgendwas, was 17 Folgen hatte. Von daher ist das ein besonderes Gefühl. Ja, und dank euch mache ich, glaube ich, weiter. Beziehungsweise, ja, also ich möchte, was ich sagen möchte, ich möchte mich bei euch nochmal und eigentlich jedes Mal bedanken, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, beziehungsweise euch das anguckt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, gerne die Benachrichtigungen einschalten. Das führt oder das motiviert mich immer zusätzlich natürlich, auch wenn meine Motivation, den Podcast zu starten, sehr intrinsisch war, also sprich sehr aus mir heraus war. Das war wirklich so ein typischer Fall, bei dem ich morgens aufgewacht bin und dachte, heute ist der Tag, an dem ich die erste Folge aufnehme. Und dann habe ich sie tatsächlich aufgenommen und auch veröffentlicht. Ja, also ich habe nicht lange darüber nachgedacht, was ich sage. Ich habe ein bisschen mir überlegt, was ich sage. Also ich habe einen kurzen Plan oder so ein kurzes Drehbuch sozusagen geschrieben, ganz kurz, also wirklich nur so wie so ein Vortragagenda. Und dann habe ich einfach losgesprochen und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da gab es wirklich Resonanz, da gab es Kommentare, Fragen und so weiter. Und ich finde das nach wie vor sehr schön, das Gespräch mit euch als Stricker-Community gelingt. Und ja, und mit anderen Podcasterinnen gelingt das Gespräch auch. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja, heute gibt es wieder ein theoretisches Thema. Ja, also mein Podcast ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ich immer wieder versuche, so ein bisschen nicht nur Projekte zu zeigen, an denen ich stricke oder die ich stricken möchte, sondern auch so mehr darüber zu reden. Mehr über Stricken zu sprechen, mehr auch über meinen anderen Beruf, nee, über meinen Beruf eigentlich. Also ich bin ja Übersetzerin. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also eine kleine Vorstellung schadet ja auch nicht am Anfang einer Folge. Ich bin Ilona. Ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzungskursentwicklerin und Autorin und ich lebe in Bielefeld mit meiner Tochter und meiner kleinen Tochter und unserem großen Hund. Ja, Bielefeld ist sozusagen die Stadt, die es nicht gibt. Das wisst ihr mittlerweile alle, die nicht zum ersten Mal meinen Podcast gucken. Und ja, wir legen los. Wie gesagt, heute gibt es wieder ein theoretisches Thema. Das ist so eine Art Reflexion darüber, warum ich Stricken liebe. Ich habe ja schon eine Folge gemacht. Ich werde sie dann hier einblenden oder hier und oben verlinken. Und in der anderen Folge bin ich auf ein Buch eingegangen, in dem beschrieben wird, was Stricken uns gibt. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich denke immer wieder darüber nach, was macht das Stricken für mich so besonders. Ich habe noch nie ein Hobby so exzessiv ausgelebt wie das Stricken. Ja? Und zwar so, dass dieses Hobby mittlerweile schon fast zu Arbeit, aber im positivsten Sinne des Wortes, also zu einer Beschäftigung geworden ist, dass ich versuche zu professionalisieren. Das wisst ihr. Ich habe einen Etsy-Shop, in dem ich Wolle verkaufe. Ich mache Teststricks, beziehungsweise ich stricke, ja, wie heißt das? Ich stricke testweise neue Strickanleitungen oder neue Designs von unterschiedlichen Designerinnen. Und ja, ich bin bei Messen und Wollfestivals dabei. Ich mache diesen Podcast. Also ich habe so einen inneren Antrieb, noch tiefer in die Strickerwelt einzutauchen, beziehungsweise mich mit mehr Strick-Content zu umgeben. Und ja, darüber denke ich halt immer wieder nach. Und die Ergebnisse meiner Überlegungen der letzten Wochen werde ich heute in der Folge präsentieren, vermischt mit meinen aktuellen Projekten, weil sie ja diejenigen sind, die mir
an praktischen Beispielen zeigen, warum ich Stricken liebe. So dass wir nicht nur Theorie haben werden, sondern auch tatsächlich ihr was zu sehen bekommt. Ja, also ich werde nicht nur labern die ganze Folge durch, sondern es gibt auch was zu sehen. Dann, bevor wir aber einsteigen, vielleicht noch ein paar so administrative Sachen, sage ich mal. In einer meiner Folgen, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, aber die ich werde hier wieder einblenden und verlinken, habe ich ja so eine Marktstudie zu Silk Mohair Garnen gemacht, also Seiden-Mohair gemischten Garnen, in denen ich die Preise, die Lauflänge und so weiter miteinander verglichen und aufeinander bezogen habe, sodass man besser einschätzen kann, ob zum Beispiel ein günstiges Garn tatsächlich auch oder ob ein billiges Garn tatsächlich auch billig ist, ja, oder ob man vielleicht auf andere Aspekte gucken sollte. Diese Tabelle habe ich aktualisiert, weil ein neues Garn dazugekommen ist und das ist dieses hier. Also wir sehen, es gibt schon so ein bisschen Praxis hier heute, also von Kremke Soul Wool Silky Keat ist dazugekommen. Das habe ich für mich quasi als ein Probeknäuel erworben, um mit dieser Merino-Wolle zu kombinieren. Ich habe keine Ahnung warum, aber wenn ich mir beide Garne zusammen anschaue, beziehungsweise ich habe mir zuerst ganz lange dieses Garn angeschaut, ich wollte ja daraus eigentlich zweifädig ein Colding-Tuch stricken. Das habe ich auch angefangen zu machen, aber dadurch, dass es handgefärbt ist und hier Farbverlauf ist, ja, und das ist ein Lace-Garn, geht dieser Farbverlauf irgendwie verloren, wenn man zwei Fäden davon nimmt, weil dann der Verlauf ist ja nicht synchron, sondern verschoben oder versetzt und dann entsteht so ein melierter Effekt, den ich nicht mag. Also ich mag melierten Effekt bei Garnen nicht so, also so zwei verschiedene Fäden oder zwei verschiedenfarbige Fäden zusammen. Das mag ich nicht und deswegen dachte ich, okay, dann brauche ich für dieses Lace Garn ein Paar, also ein weiteres Garn. Und da bietet sich Mohair oder Mohair mit Seide natürlich eigentlich ganz gut an. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, einfach nur so mir vorgestellt, welche Farbe dazu gut passen würde. Natürlich neigt man dazu, direkt die dunkle Farbe zu nehmen. Also das ist ja so dunkelgrün, so moosgrün mit helleren Stellen. Und zwar, also hier sieht man das hellere innen drin, das ist so ein bisschen gelblich sogar. Und irgendwie dachte ich, so Kiwi-Grün würde am besten dazu passen. Ich weiß nicht. Also im Kopf legen sie diese Farben nebeneinander. Natürlich entsteht dann ein melierter Effekt. Aber ich weiß nicht. Ich werde sie ausprobieren. Die liegen jetzt bei mir auf dem Esstisch und warten darauf, dass ich sie miteinander verbinde und verstricke. Ja. Auf jeden Fall ist dieses Garn jetzt auch in die Tabelle reingekommen. Ich verlinke die Tabelle in der Beschreibung. Und so dass man auch schauen kann, inwieweit dieses Garn, wie er im Vergleich zu anderen Silk Mohair Garnen steht. Vielleicht ganz kurz zu diesem Garn, da sind 72% Mohair, 28% Seide, fühlt sich weich an, für diejenigen, die Mohair oder nichts gegen Mohair haben, ist das ein weiches Garn, so empfinde ich als weich. Es tut mir leid wegen des Krächzens, das ist der Stuhl. Ich habe bei der Bearbeitung meines letzten Videos gehört, dass man so dieses hier ein bisschen hören kann. Ich habe, ja, die Stühle sind recht alt. Sehr schön. Ich liebe solche Stühle bzw. diese Art von Möbeln. Wahrscheinlich benötigen sie langsam ein bisschen Unterstützung beim Überleben. Aber noch halten sie gut, noch ist keiner runtergefallen. Von daher hoffe ich, dass das noch ein bisschen länger bleibt. Und irgendwann muss ich sie wahrscheinlich ein bisschen bearbeiten lassen. Genau, das war eine organisatorische Sache. Die zweite ist,
Ein paar von euch haben in meinem Etsy-Shop nach der letzten Folge eingekauft und sich bei mir gemeldet auch mit Nachrichten und ja, erwähnt, dass sie meinen Podcast gucken. Vielen, vielen Dank an die lieben Käuferinnen. Und deswegen dachte ich, ich erwähne den Shop nochmal in dieser Folge. Ich werde jetzt nicht großartig darauf eingehen, aber ich habe den Shop ein bisschen aufgestockt, also quasi ein Shop-Update gemacht am vergangenen Montag. Heute haben wir Mittwoch und da sind noch weitere Garne von West Yorkshire Spinners reingekommen, Sockengarne unterschiedlicher Farben, dann Blue Face Leicester, 100% Blue Face Leicester, Non-Superwash in natürlichen Färbungen sozusagen, beziehungsweise in Naturfarbe, im Sinne ungefärbt, so, das ist das, was ich sagen wollte, also ungefärbt Creme, mittelbraun oder hellbraun und dunkelbraun, also alle drei ungefärbten BFL, Fleece Decay Garne, dann sind gefärbte dazu gekommen, zum Beispiel in dieser Farbe, das ist die Farbe Amber, das ist ja so rot, rot, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll, so, das ist glaube ich so die Farbe, hier bildet es ein bisschen, das ist so rotbraun oder rostbraun vielleicht sogar. Ja, das gibt die Farbe gut wieder. Die habe ich schon mal gezeigt. Jedenfalls war sie ja auch im Shop, kurz ausverkauft gewesen und jetzt habe ich ein bisschen nachgefüllt. Diese grüne Farbe ist reingekommen, die es zu gewinnen gab bei meiner 1000 Absolventenfolge und andere Farben. Ja, also Blue Face Leicester, 100% Blue Face Leicester, Non-Superwash ist reingekommen in ganz unterschiedlichen Farben. Und dann habe ich jetzt noch Shetland-Wolle von West Yorkshire Spinners reingenommen, nur in zwei Farben, weil ich die beiden Farben eigentlich für mich gekauft habe, beziehungsweise ich wollte sie persönlich für mich ausprobieren und das tue ich gerade auch. Das Projekt zeige ich heute. Aber ich war so überzeugt von diesen zwei Farben oder ihrer Kombination, dass ich sie beide auch in den Shop gesetzt habe. Vielleicht gefallen euch die Farben auch. Wenn ihr Interesse an anderen Farben dieser Wolle habt, gerne melden über irgendeine Art von Kommunikationskanal, die ja überall angegeben sind, auch in der Beschreibung, oder direkt über Etsy. Jedenfalls ist das auch die Decay-Wolle, also 225 Meter auf 100 Gramm in strengen Non-Superwash 100% Shetland-Wolle von West Yorkshire Spinners. Und dann ist auch noch ein bisschen weiche Wolle reingekommen. Also sowohl BFL als auch Shetland sind ja jetzt, empfinde sie als sehr weich, aber schon ein bisschen rustikal. Also man spürt halt richtig, dass es Wolle ist. Aber überhaupt, also für mich nicht kratzig. BFL ist so seidig, fließend. Shetland ist so ein bisschen griffiger, aber beide sind eigentlich recht weich. Und ich habe aber auch noch eine Superwash ausgerüstete Wolle reingenommen von Novita. Das ist ja ein finnischer Hersteller. Und davon gibt es jetzt auch, ich glaube, Merino ist das, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall lasse ich hier irgendwo so ein paar Bilder durchlaufen aus meinem Etsy-Shop, sodass ihr schauen könnt, ob ihr Interesse haben könntet. Dann könnt ihr im Shop schauen und ansonsten fangen wir jetzt endlich mit dem Thema an. Ja, ich habe auch wieder ganz wenig Zeit. Ich sitze und nehme in der Mittagspause auf, weil mein Hund von jemand anderem ausgeführt wird. Man sieht leider, dass auf der Couch nicht meine gewöhnliche Kulisse, sozusagen meine lebende Kulisse, nicht vorhanden ist. Der wird gerade ausgeführt und hat Spaß beim Spazierengehen. Und ich nutze die Gunst der Stunde und nehme auf. Und wir legen jetzt los. Und zwar lautet das Thema heute, also mein Reflexionsthema, wie ich es genannt habe, warum liebe ich Stricken? Ja, und die allgemeine Antwort auf diese Frage lautet, weil Stricken in ganz vielerlei Hinsicht mein Naturell, also mein Charakter, meine Werte, Neigungen und Wünsche widerspiegelt. Und ich werde natürlich nicht meinen gesamten Charakter beschreiben, das ist für niemanden interessant an dieser Stelle, aber ich habe ein paar Stichwörter notiert, anhand derer ich zeigen möchte, wie oder was
Stricken mit mir verbindet nochmal. Vielleicht findet ihr daran irgendwas Spannendes für euch. Vielleicht ist es bei euch genauso. Gerne kommentieren, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr mit mir oder mit anderen teilen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Wie ihr wisst, beantworte ich alle Kommentare und ich nutze eure Kommentare auch sehr gerne als weitere Inspiration für mich und denke, dass es auch bei euch allen so ist, bei denjenigen, die die Kommentare lesen. Ihr könnt ja alle Kommentare einsehen und ich finde das ein sehr schöner Austausch. Wir legen los. Das erste Stichwort ist Toleranz. Ich schätze Toleranz sowohl bei mir als auch bei anderen, also bei meinen Mitmenschen, sehr. Und Stricken ist tolerant. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber Stricken verzeiht Fehler. Wenn man sich quasi verstrickt hat, also wenn man ein paar Maschen falsch gemacht hat, wenn man ein paar Maschen zu viel oder zu wenig hat, das kann sogar wirklich sehr weit gehen, also auch bei 20 Maschen zu viel oder zu wenig, bei einem sehr großen Umfang, also bei einer großen Anzahl von Maschen, verzerrt das nicht das Gesamtbild. Ja, also Stricken verzeiht Fehler, wenn man unkonzentriert ist, wenn man irgendwo was schief gemacht hat, dann kann man das durchs Waschen und dann Trocknen quasi wieder zurechtziehen. Das kennt ihr alle. Bis zu einer gewissen Grenze geht das natürlich, aber das ist das, was mir als erstes eingefallen ist, als ich mich gefragt habe, warum liebe ich Stricken so sehr? Ja, Toleranz. Das zweite Stichwort ist ganzheitliches Lernen. Ich bin so erzogen oder so genetisch veranlagt, dass wenn ich etwas Neues erlernen soll oder möchte, dass ich über Systeme und Zusammenhänge lerne. Ja, also ich muss zuerst quasi das Regelwerk dessen verstehen, was ich lernen möchte. Als Beispiel nehme ich Sprachen. Ja, ich bin ja Übersetzerin. Solche Beispiele fallen mir mit als erste ein. Wenn ich eine neue Sprache erlerne, dann lerne ich zuerst die Grammatik. Ich versuche nicht möglichst viele Wörter zu lernen und möglichst viel zu sprechen, sondern ich setze mich hin, mache das Grammatikbuch auf und lerne die Grammatik mit Hilfe von einzelnen Wörtern und so weiter. Aber wichtig sind mir im ersten Schritt immer die Regeln. Und wenn ich die Regeln verstanden habe, dann befühle ich das sozusagen mit Wörtern und so weiter und dann fange ich an zu sprechen. So war das auch mit der deutschen Sprache zum Beispiel. Ich habe Deutsch gelernt, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und das hat mir unglaublich sehr geholfen, also das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, mich hier einzuleben. Aber was ich nicht lernen konnte, bevor ich nach Deutschland kam, war das Leben hier. Ja, also wie Menschen tatsächlich miteinander interagieren, wie die ganzen Formalitäten funktionieren. Worauf muss man achten? Was muss man wissen, um im Leben hier sich zurechtzufinden? Und das habe ich dann so gemacht, dass nach meiner Einwanderung nach Deutschland, dass ich mich als erstes mit den Gesetzen in Deutschland befasst habe und mit, ich sage zuerst zu den Gesetzen was. Die Gesetze sind unser rechtlicher Rahmen für das gesamte Leben, ja, für alles, was hier entstanden ist, was hier vorhanden ist, da sind die Gesetze quasi so das Regelwerk, das Fundament in einer gewissen Perspektive. Und wenn man die Gesetze kennt, dann ist das alltägliche Leben, das Funktionieren sozusagen, viel, viel einfacher, als wenn man die Gesetze nicht kennt. Also habe ich mich mit den Gesetzen befasst. Also ich habe wirklich das BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch gelesen, das Strafgesetzbuch und so weiter. Es passte natürlich dazu, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Da habe ich dann auch Rechtswissenschaft als quasi Nebenfach gehabt, beziehungsweise als Veranstaltungen gehabt. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich bin ja am Ende auch Fachübersetzerin geworden und übersetze auch Rechtstexte, beziehungsweise Wirtschaftstexte. Die ja auch sehr, teilweise sehr trocken, aber auf der anderen Seite halt auch sehr wichtig sind. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen näher setzen, damit das Licht mich auch ein bisschen beleuchtet. Genau, dann, also neben den Gesetzen und der Sprache habe ich mich aber, um mich kulturell zurechtzufinden, auf Märchen und Kinderfilme gestürzt. Ich habe mir wirklich die Filme angeguckt, die in meiner Generation sich die Kinder angeguckt haben. Die Serien, die Filme, Märchen gelesen.
Und erst dann habe ich angefangen, Witze zu verstehen. Ja, ich habe schon als Studentin, zu dem Zeitpunkt habe ich schon studiert und nebenbei gearbeitet. Und ich bin sehr gut klargekommen, direkt mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ganz oft am Anfang, so im ersten Jahr vielleicht, habe ich nicht so richtig hundertprozentig nachvollziehen können, warum sie über bestimmte Witze lachen. Bis ich angefangen habe, wirklich die ganzen Kinderfilme zu gucken und die Märchen zu lesen. Ganz häufig basieren Witze auf diesen Kindheitsunterhaltungen, sage ich mal. Und dann plötzlich verstand ich Witze. Plötzlich fand ich das auch witzig. Ich fand das auch, ich weiß nicht, das war ein sehr, sehr großer Schritt für mich. Ja. Das, so lerne ich, oder ich lerne also über Systeme und Zusammenhänge, die ich nachvollziehen muss, bevor ich etwas als mein eigen sozusagen nennen kann. Und beim Stricken ist das ja ähnlich. Stricken kann sehr kompliziert sein. Es gibt sehr, sehr komplexe Strickanleitungen, sehr komplizierte Vorgänge. Es gibt Strickmethoden oder Strickmaschen oder Strickelemente, bei denen man mehrere Schritte machen muss, die man in der besonderen Reihenfolge machen muss, die eine bestimmte Fadenhaltung, Fadenspannung, überhaupt bestimmte Werkzeuge, bestimmte Garne verlangen und so weiter. Also es kann sehr kompliziert sein. Das Schöne ist aber, dass man, wenn man rechte und linke Maschen und Anschlagen zum Beispiel gelernt hat, abketten nicht mal, also nicht so notwendig am Anfang, dann, dass man schon anfangen kann zu stricken und dass man Schritt für Schritt, wirklich in ganz kleinen Schritten, immer mehr lernt. Und wenn man aber die Hauptprinzipien verstanden hat, dann kommt man auch sehr weit. Also im Prinzip sind dann die Möglichkeiten unbegrenzt in Bezug darauf, was man strickt, womit man strickt, wo man strickt und so weiter. Ja, also es macht das Stricken so unbegrenzt. Und sehr ganzheitlich, ja. Und dazu möchte ich jetzt tatsächlich endlich ein Beispiel zeigen und nicht die ganze Zeit nur reden. Und zwar empfinden, glaube ich, oder so ist mein Eindruck und so finde ich das immer wieder in verschiedenen Kommentaren, also nicht unbedingt bei meinem Podcast, sondern grundsätzlich bei Instagram oder bei anderen YouTuberinnen oder bei anderen, anderen Podcasts halt, dass Zöpfestricken als schwierig empfunden wird. Bei mir ist das zwar nicht unbedingt so, aber ich habe schon Respekt vor Strickstücken, die komplett verzopft sind. Und da ist mir gerade jetzt was eingefallen, dass ich vergessen habe zu sagen, was ich denn hier eigentlich trage. Es tut mir leid, dass ich gerade so reinplatze quasi, also in meine eigene Rede platze ich rein. Ich werde dieses Design verlinken. Das ist von Tethys Knit Garden. Sie heißt Tethys Lutzak, eine ukrainische Designerin, die aber in den Niederlanden lebt. Und ich habe für sie diesen Pullover testgestrickt. Und das ist ein wirklich sehr schönes Design, auch sehr einfach. Obwohl diese Pfeile, sage ich mal, so abenteuerlich aussehen. Das sieht man vielleicht nicht so gut. Ich versuche mal, ohne zu viel Lärm zu machen, hier ein bisschen näher zu kommen. So, das sind diese Pfeile. Das hat auch was mit Pfeilen zu tun. Die Bezeichnung habe ich jetzt nicht extra nachgeschaut, aber ich werde das hier einblenden und verlinken als Projekt auf Ravelry zum Beispiel. So, und ich stehe auf und zeige, wie das mit dem Kleid aussieht. Ich habe eine... So. Das Kleid hat auch Taschen, was ich liebe. Das ist ein Leinenkleid aus Litauen, Lettland. Ich weiß nicht, werde ich auch verlinken. Auf jeden Fall ist das eine Cropped-Version, also eine kürzere Version, also quasi bis zur Taille ungefähr, ein bisschen unter der Taille. Und ich finde, der Pullover ist aus der Blue-Faced Leicester DK-Wolle von West Yorkshire Spinners gestrickt, die man in meinem Etsy-Shop erwerben kann. Ja, das ist eigentlich alles. Also ist recht einfach. Also hier gibt es noch
bei dem Bündchen oder das, ja, das Bündchen fängt auch so ein bisschen mit diesem Pfeilmuster an und das Ganze, das Gleiche ist auch unten am Bündchen am Körper gemacht. Ja, ansonsten ist das ein einfaches, aber sehr effektvolles Design, würde ich sagen. Viele empfinden ja Zöpfestricken als schwierig und ich habe auch Respekt davor, ein ganzes Strickstück ja, mit Zöpfen zu stricken. Und ihr wisst ja, wenn ihr meine letzte Folge gesehen habt oder auch die vorletzte, da habe ich erwähnt, dass ich am Teststrick von Sari Nordlund teilnehme für ein T-Shirt, heißt Carina T. Und letztes Mal habe ich schon ein bisschen gezeigt. Ich war noch nicht ganz so weit, aber dieses Mal bin ich fast fertig. Der Teststrick war auch für heute terminiert. Ich habe gestern rechtzeitig quasi abgegeben, also Fotos muss man schicken. Und heute ich bin leider noch nicht ganz fertig, aber man kann schon einige sehen. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben das auch schon gesehen. Ja, also so sieht das aus, sieht sehr klein aus. Aber eigentlich mache ich, so Moment, ich zeige das mal sinnvoll irgendwie, wenn das geht. Beziehungsweise ich blende gleich auch nur das Foto, das ich gestern auf Instagram gepostet habe, ein. So, das sieht klein aus, weil aus zwei Gründen. Ja, also wie ihr denken könnt, die Zöpfe ziehen sich zusammen, die werden noch recht viel breiter. Oder das Gestrick wird viel breiter, als im Moment aussieht. Dann wird die Wolle sicherlich noch sich dehnen, also nachlassen, nachgeben nach dem Baden. Das ist 100% Merino-Wolle von Rohrspatz und Wollmeise. Das ist ihre Linie Blend. Das ist ein ja, eine Mischgarn aus drei verschiedenen Wollen, aus Merino-Wolle. Habe ich 100% Merino gesagt? Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Das ist Merino-Wolle, dann noch irgendwas und Polyanid ein bisschen. Ja, und das Ganze wird ein bisschen nachgeben oder stark nachgeben, sowohl in die Breite als auch in die Länge, vermute ich. Und eine von euch hat mir auch unter der letzten Folge geschrieben, dass sie ein Pullover daraus gestrickt hat und dass er nachgegeben hat. Ja, eigentlich wollte ich zwischendurch mal waschen und gucken, aber nachdem sie das geschrieben hat, hat das meine Überlegungen bestätigt. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gewaschen. Ich werde das zu Ende stricken. Also es kommen wahrscheinlich noch so 10 cm dazu und dann ist das ein T-Shirt. Ja, normalerweise im Design sind längere, kurze, aber längere Ärmel vorgesehen. Ich habe jetzt ganz kurze Ärmel. Eigentlich wollte ich gar keine Ärmel haben, aber ich dachte, okay, ich mache kurze Ärmel und gucke mal, wie das aussieht, sonst kann ich die ja immer noch ribbeln. Ich habe jetzt ganz kurz gemacht und ich werde das auch noch zusätzlich so umschlagen, aber nach außen, nicht nach innen, sondern nach außen. Und so hier und da mal mit so ein paar Stichen annähen, damit sich das nicht wieder öffnet. Weil ich das bei T-Shirts auch schön finde. Ja, wenn ich T-Shirts mit so kurzen Ärmeln trage, dann wie heißt das, schlage ich ganz häufig die Ärmel noch ein bisschen ein. Und so ungefähr möchte ich bei diesem T-Shirt auch machen. Ja, aber hier sieht man, also um zurück zu meinem ganzheitlichen Lernen und ja, Zöpfe stricken zurückzukommen, man sieht, das Design ist komplett mit Zöpfen versehen, ja, außer an den Seiten. Das ist 2x2 Rippe an den Seiten hier. Ein bisschen. Je nach Größe ist das mehr. Also sie hat im Design ist das so vorgesehen, dass hier größer die Größe, die man strickt, umso mehr Rippe sozusagen, also Rippe, ist hier zwischen dem Vorder- und dem Hinterteil. Und ja, aber hinten ist genau das gleiche Muster wie vorne. So. Und ja, genau, so wird das dann aussehen. Und am Anfang habe ich auch echt lange gebraucht. Zum Glück strickt man am Anfang. Man fängt hier hinten an, oben. Und dann nimmt man immer mehr zu an den Schultern. Hier sind ja sozusagen die Nähte. Dann schlägt man an den Nähten. Für den Vorderteil zuerst links oder rechts und dann halt umgekehrt, strickt so schmal, also ein bisschen, ein paar Zentimeter halt nur schmale Teile für die Schultern. Dann schlägt man hier in der Mitte Maschen an und
strickt dann den Vorderteil, also nur quasi diesen oberen Teil bis zu der Stelle, wo man unter den Armen das ganze Strickstück verbinden würde, mit also vorne und hinten komplett in Runden dann weiter stricken kann. Ist ein bisschen schwierig, wie ich es mache, glaube ich, aber auf jeden Fall fängt man hinten an. Man strickt zuerst den Rückenteil bis zu der Abtrennung der Ärmel, dann beziehungsweise bis zum Verbinden eigentlich in diesem Fall. Dann strickt man das gleiche vorne und irgendwann verbindet man unter den Achseln das Strickstück in eins und strickt dann in Runden weiter, ja, wie man es sehen kann. Und das war für mich wegen der Zöpfe am Anfang auch ganz gut so. Das heißt, ich habe ja immer dann nur das halbe Strickstück und hin und zurück gestrickt, so dass man nicht nachvollziehen musste, ob man jetzt verzopfen muss oder nicht, weil dann die Rückreihen ja eindeutig zuzuordnen sind, weil sie halt hinten sind, also im Inneren sind. Das sieht man ja, weil sie dann anders strukturiert sind. Wenn man in runden Zöpfe strickt, dann kann man ja nicht mehr unterscheiden, ob man jetzt eine Hin- oder eine Rückreihe hat, weil alles Hinreihen sind. Ja, also man ist halt außen immer, so dass man, also dass ich mir immer zum Nachvollziehen wie heißt das, eine Sicherheitsnadel reinsetze, hier zum Beispiel, und zwar in die Reihe, in der ich verzopft habe. Wo genau ich dann im Muster bin, ist eigentlich egal. Wichtig ist mir nur, dass das quasi eine Hinreihe ist, also eine Reihe, in der ich verzopfe, damit ich mich nicht vertue zwischen den Verzopfungsreihen. Ja? Weil fast in jeder Reihe oder sogar in jeder Reihe muss man an irgendeiner Stelle verzopfen, beziehungsweise an mehreren Stellen. Und dann kann es passieren, aber zwischen den Verzopfungen strickt man einfach nur, wie die Maschen liegen. Ja, also rechts, links quasi, nur halt entsprechend zwei rechts, zwei links oder vier rechts, drei links und so weiter, je nachdem, wo man gerade im Muster ist. Und das sieht man halt nur bedingt. Deswegen markiere ich mir die Stelle immer, wo ich gerade mich befinde. Also, wie ich schon gesagt habe, die Reihe, in der ich verzopfe. Und dann weiß ich, okay, in allen ungeraden Reihen verzopfe ich. Und dann sieht man ja am Muster, wo man sich befindet. Und in geraden Reihen stricke ich einfach, wie die Maschen liegen. Genau. Und das, am Anfang ging das richtig langsam bei mir. Ich brauchte auch wirklich Ruhe, während ich versucht habe, das nachzustricken, weil ich mich ständig ja nicht vertan, sondern wenn ich im Muster verrutschte, dann musste ich wirklich ganz lange suchen, wo ich denn im Muster bin. Und das ist ein bisschen demotivierend. Aber ich habe mich ja für diesen Teststrick nur gemeldet eigentlich, um diese Angst vor einem komplett verzopften Strickstück zu überwinden. Und das habe ich geschafft. Ja, also ich kann jetzt stricken, während ich mich mit meiner Tochter unterhalte, die wirklich sehr viel redet und oder sehr viel Fragen stellt. Ja, so dass, wenn sie Fragen stellt, muss ich ja nachdenken. Das heißt, ich kann mich in dem Moment nicht konzentrieren auf das Strickstück. Und das funktioniert mittlerweile sogar mit diesen Zöpfen. Ja, also sobald ich aufhöre zu stricken, muss ich nicht markieren, wo ich im Muster bin, sondern ich weiß, wenn ich weiter stricken kann, weiß ich, wo ich mich befinde. Ja, ich erkenne das entweder direkt am Muster oder halt an ausgedruckten Chart aus dem Design, aus der Anleitung. Ja, also dafür war das ein super Projekt für mich. Ich würde behaupten, dass das Projekt auch für die, ja, sage ich mal, abenteuerlustigen Anfängerinnen im Zopfstricken geeignet ist, weil es halt kurz ist, ja, also gerade wenn man vielleicht also die kleinste Größe nehmen kann oder eine der kleineren Größen nehmen kann, weil man es entweder für sich oder für ein Kind oder, also Kindergrößen sind das nicht, aber halt in einem etwas kleineren Umfang das stricken kann oder wenn man auch bei größeren Größen keine Angst hat, dass das ein bisschen länger dauert am Anfang und je mehr man davon macht, umso schneller wird man, dann ist es quasi normal, egal welche Größe man strickt, dann ist das immer fast immer fast die gleiche Geschwindigkeit, mit der man sonst für sich selbst oder halt für die entsprechende Person ein Strickstück in der Größe stricken würde. Ja, also die Zöpfe beeinflussen dann nicht mehr die Geschwindigkeit, nicht mehr wirklich die Geschwindigkeit.
So, das war das ganzheitliche Lernen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Zuverlässigkeit. Ja, das würde man vielleicht gar nicht erwarten vom Stricken, dass Stricken zuverlässig ist, aber es ist so, aus meiner Perspektive, für mich ist Stricken Zuverlässigkeit oder für mich repräsentiert das Stricken eine gewisse Art von Zuverlässigkeit und ich mag Zuverlässigkeit sehr gerne, sowohl bei mir, also wenn ich etwas verspreche, dann fühle ich, also dann bemühe ich mich wirklich mit aller Kraft, mein Versprechen zu halten. Ich erwarte das aber auch von anderen Menschen, also von meiner Umgebung. Wenn jemand mir was verspricht, dann erwarte ich, dass das Versprechen gehalten wird. Ich finde das mit das Schlimmste, wenn ich meine Versprechen breche oder jemand anderer mir gegenüber seine Versprechen bricht. Das ist für mich ein sehr, sehr hoher, oder das hat für mich einen sehr hohen Wert in meinem Leben überhaupt. Und genau, also ich mag Zuverlässigkeit und also Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit etwas Raum für positive Überraschungen oder für Überraschungen im Allgemeinen. Wenn es negative sind, dann halt nicht tragische. Wahrscheinlich ist es bei den meisten so oder bei sehr vielen Menschen. Und ich finde das aber im Stricken auch. Und inwieweit ich das im Stricken finde, das war für mich überraschend. Das erklärt nämlich, oder dieser Wert oder dieser Wunsch von mir, diese Zuverlässigkeit um mich herum zu haben, findet seinen. Ja, seine Ausprägung darin, dass ich gerne mit Non-Superwash-Garnen oder mit so griffigeren, mit rustikaleren Garnen gerne stricke. Und zwar viel lieber als mit glatten, weichen, anderen, also Superwash-behandelten Garnen. Denn Non-Superwash-Garne bzw. rustikale Garne, wenn man sie richtig behandelt, dann verändern sie ihre Form nicht. Ja? Oder wenn, dann nur minimal. Zum Beispiel, wenn ich ein Pullover aus diesem Garn bade und trockne, dann wird der Pullover weder breiter, noch kürzer, noch schmaler, noch länger. Er bleibt einfach so, wie ich ihn gestrickt habe. Er ist vielleicht dann glatter geworden, falls ich uneben gestrickt habe, aber die Form bleibt. Das Einzige, was bei richtiger Behandlung passiert, ist vielleicht, dass das Garn weicher wird, aber nicht, also nicht glatt, und so ein bisschen ja, sich so aufbauscht oder so fülliger, fluffiger wird. Und das ist aber in der Regel okay und man freut sich quasi drauf, weil dadurch das Gestrick auch noch wärmer wird. Ja, und bei dieser Art von Garnen geht es ja darum, dass sie Wärme halten, aber trotzdem luftdurchlässig bleiben. Und das ist bei diesen Garnen so, die ich liebe. Das ist ein Superwash-Garn, ja, und da musste ich mich echt dran gewöhnen und ich bin es aber immer noch nicht so richtig, dass es so rutschig ist. Und ich bin echt gespannt, inwieweit sich die Form verändern wird von dem Gestrick, ob ich das überhaupt trage. Weil, ja, also muss ich mal schauen, ob sich das irgendwie verstellt und ich das überhaupt nicht mag. Aber auf jeden Fall mag ich rustikale und ja, Non-Superwash-behandelte Garne. Oder nicht Superwash behandelte Garne und das ist halt die Zuverlässigkeit für mich im Stricken. Nächster Punkt: Erfolgserlebnisse und kleine Siege über sich selbst. Ja, das Stricken gibt uns relativ schnell und fast schon programmierbar oder irgendwie auf eine positive Art für mich vorhersehbare Erfolgserlebnisse. Wie in der Schule. Ja, wenn man Hausaufgaben macht, dann bekommt man gute Noten. Und so war das zum Beispiel mit den Zöpfen. Ja, die Hausaufgabe bestand darin, einfach weiterzumachen, und zwar korrekt, und dann wurde man immer schneller. Wenn man neue Techniken mit einem Buch oder mit einem Video oder mit Unterstützung von Freundinnen lernt, dann wird man immer besser. Ja, das ist quasi unvermeidlich. Dann bekommt man, dann hat man kleine Erfolgserlebnisse Schritt für Schritt. Ja, meine Schwierigkeit zwischendurch war zum Beispiel mit kurzen Rundstricknadeln Socken zu stricken oder Ärmel zu stricken. Ich hab mich wirklich schwer getan, am Anfang diese kurzen Nadeln zu verwenden, obwohl sie sehr bequem sein müssten. Ja, also beim Anblicken von den kurzen Rundstricknadeln denkt man, das ist ja total bequem, mit denen ja, zum Beispiel Socken zu stricken, also kurze Runden zu stricken oder Ärmel und so weiter. Und dann habe ich es ausprobiert und die waren zu klein für meine Hände. Ja, also ich habe recht breite Hände. Ich hatte echt Schwierigkeiten, die Nadeln irgendwie so zu halten, dass es irgendwie bequem ist. Also habe ich das halt probiert und probiert und probiert. Und jetzt habe ich wieder ein Projekt zum Probieren angeschlagen.
Und zwar ein, etwas, auch wieder ein, eine Art Experiment. Ich stricke Socken, Entschuldigung für den Lärm wieder, ich stricke Socken aus diesem, aus diesem Garn. Und zwar ist das Sunday von Sandnes Garn. So, und das sieht dann so aus. Und das ist Farbe 8521. Ich werde alles verlinken. Das ist 100% Non-Superwash Wolle, glaube ich. Merino müsste Non-Superwash sein. Genau, 50 Gramm. So, das ist so Sage Grün. Also die Farbe wird hier nicht so richtig wiedergegeben. Das ist, nee, ist, ja, ist halt, ja, hier ist sie ganz gut, glaube ich, hier. Und dann habe ich ein passendes Silk Mohair dazu. Das ist auch von Sandnes Garn Kind Silk Mohair. So, das ist dieses hier. Und zwar in Farbe 8521. 8521, das ist die gleiche Farbe wie hier. Ja, das ist die gleiche Farbe. Also beide sind 8521. Die passen auch. Also sieht man, ich mache das mal wieder hier. So, irgendwie so. Man sieht das. Und daraus mache ich mir Socken. Mit kurzen Rundstricknadeln. Ja, ich bin nicht sehr weit gekommen. Das habe ich an einem Abend halt angefangen und dachte, oh, das funktioniert ganz gut. Ja, ich mache jetzt erstmal 2x2 Bündchen. Oder ich mache die gesamte Socke so. Ja, also ich stricke das nach keiner Anleitung, sondern ich Sockenstricken war ja das Erste, was ich als Stricken gelernt habe. Ich merke gerade, ich bin sehr dunkel. So, also Socken war ja, Sockenstricken war ja das Erste, was ich gelernt habe beim Stricken. Und ich brauche da keine Anleitung für normale Socken. Ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich entweder bleibt das als Bündchen nur, als ziemlich langes Bündchen, oder ich mache die gesamte Socke so, außer die Ferse und die Spitze. Und ich werde dann halt damit experimentiere ich, ob ich Socken ohne Polyamid stricken kann oder ohne ja, Nylon, Polyester, was auch immer. Und sie trotzdem haltbar sind. Ja, weil bei mir treten sich Socken aus Wolle schon mal schnell durch. Und ich habe das von unterschiedlichen Podcasterinnen schon mal gehört, dass sie zum Verstärken der reinen Wolle ein Mohair, ein Silk Mohair Garn dazu nehmen und dass die Socken dann besser halten. Ja, in jedem Fall werden die Socken warm sein und das werden eher so Couch-Bett-Socken sein, ja, in denen man schön sitzen kann. Also nicht unbedingt viel laufen kann, weil dafür ist das Garn vielleicht auch zu schade. Wobei teuer ist das dann nicht unbedingt, also nicht teurer als handgefärbte Sockenwolle, die ja eigentlich meistens Polyamid enthält. Und das möchte ich ein bisschen vermeiden mit der Zeit, so im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das geht sehr schnell mittlerweile. Ja, ich habe gelernt, wie ich die am besten halte. Das habe ich in einer der Folgen schon mal gezeigt. Ich halte die, also ich versuche nicht meine Hände da rein zu quetschen, sondern halte hier also mit zwei Fingern hier innen und mit dem Daumen hier außen und hier mit dem Daumen innen und mit drei Fingern. Nee, mit dem Daumen außen und mit dem kleinen Finger außen. Sieht man gar nicht. Ja, also hier. Und die drei anderen Finger sind halt dazwischen und dann stricke ich so. Da muss ich mich mal wieder umgewöhnen. Und dann geht das aber okay. Also das ist jetzt nicht die Geschwindigkeit, mit der ich normalerweise stricken würde, wenn ich zugucke, also Fernseh gucke zum Beispiel. Aber das geht schon viel schneller, als ich mich am Anfang abgequält habe. So, und meine Fadenspannung entsteht hier. Ja, also hier halte ich den Faden, hier zwischen den Fingern und dadurch entsteht die Fadenspannung. Ja, das ist das nächste, was ich beim Stricken gelernt, ja, beziehungsweise mir angewöhnt habe oder bin noch dabei eigentlich, mir das anzugewöhnen. Das ist mein kleines Erfolgserlebnis. Beziehungsweise mein kleiner, genau, der kleine Sieg über mich selbst kommt jetzt gleich mit einem anderen Projekt. Ja, und jetzt zeige ich das Projekt, das eigentlich so der Hauptsieg über mich selbst ist und eine Premiere. Ich habe das Projekt noch nirgendwo gezeigt, weder auf Instagram noch hier, noch habe ich darüber geschrieben, irgendwo. Das habe ich quasi heimlich angeschlagen vor 2 Tagen. Moment.
Und zwar geht es um ein Colorwork-Projekt. Ich habe ja in einer der Folgen, wo ich über Herausforderungen beim Stricken, glaube ich, gesprochen habe, gesagt, dass ich Colorwork oder bei Dreamknits, also bei meinen Traumprojekten, habe ich darüber gesprochen, dass ich sehr gerne Colorwork-Projekte stricken möchte, und weil ich die Optik sehr gerne, ups, mein Garn fällt runter, weil ich die Optik sehr gerne mag, aber dadurch, dass ich gerne mit kleinen Nadeln und dünnen Garnen stricke, habe ich ein Projekt mit dem Colorwork, weil ich mich ständig ja, beim Nachstricken von Mustern vertue. Und das passiert halt umso häufiger hier, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das häufiger passiert, ist umso höher, je mehr Maschen man machen muss. Und das ist natürlich bei dünnen Garnen und bei dünnen Nadeln häufiger als bei dicken. Und dieses häufiger als bei dicken, das ist mir erst vor kurzem eingefallen. Und da dachte ich, warum probiere ich es nicht einfach nur aus, dass ich mit dickerem Garn ein Colorwork-Projekt stricke, ob das dann besser funktioniert. Dann kann man den Faden besser halten, der rutscht dann nicht ganz so stark wie bei dünnem Faden. Dann ist das Strickstück schneller fertig und deswegen spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Ich habe ein Cardigan angeschlagen. Ach ja, genau, das sind sogar zwei Herausforderungen, die ich dabei begehe. Ich habe ein Colorwork mit einem Decay-Garn angeschlagen, und zwar mit dem Garn, das man auch in meinem Etsy-Shop kaufen kann. Das ist dieses Garn. Das ist beides Shetland Decay von West Yorkshire Spinners, also einmal in Schwarz, das heißt aber Lunistar, und einmal diese Farbe, das ist quasi, also bunt, heißt aber, die Farbe heißt Tengwick. Ja, also das ist, ach ja, genau, es gibt ja, Entschuldigung, es gibt ja einen Namen, es gibt einen Namen für das Garn, das ist The Croft Shetland Tweed, 100% Shetland-Wolle, Non-Superwash von West Yorkshire Spinners, in Farbe, habe ich ja gerade gesagt, Tengwick. Gibt es auch in meinem Etsy-Shop. Und das ist die Farbe Lunistar, auch Shetland, 100%, genau, Farbe 99. Ja, aber eigentlich ist das schwarz, einfach nur so ein tiefes, mattes Schwarz. Ja, einfach nur schwarz. Und ich finde, sie sehen sehr gut aus zusammen. Insbesondere, wenn man davon weniger nimmt und davon viel. Also mein Pullover bzw. mein Cardigan entsteht in Schwarz und die Farbe nutze ich für Colorwork. Und zwar stricke ich den Festive Yoke Cardigan von Skandia Knits, eine, ich glaube, schwedische Designerin, die aber in England, in London oder so wohnt. Ich habe leider zu kurze Nadeln. Ja, aber man sieht schon ein bisschen. Also ich habe schon die verkürzten Reihen hinten gestrickt. Sieht man so ein bisschen. Und schon mit Colorwork angefangen. Ja, das sieht noch ein bisschen wild aus. Und die Farbe, der Colorwork-Farbe wechselt ja. Deswegen sieht das noch so ein bisschen wilder aus als eigentlich gedacht. Aber ich finde das gut so. Ja. Noch sieht das auch sehr unordentlich aus. Innen drin sieht das dann so aus. Also ich finde, das ist okay. Ja. Ich mache das so, dass ich alle drei oder vier Maschen den mitgezogenen Faden einwebe, je nachdem, wie viele Maschen zu stricken sind. Also wenn nur vier Maschen in einer Farbe sind und dann wieder die andere Farbe kommt, dann webe ich nicht ein. Wenn aber fünf Maschen zum Beispiel in einer Farbe sind und dann die andere Farbe erst kommt, webe ich mit der dritten Masche ein. Ansonsten, also so drei, alles andere webe ich erstmal nicht ein. Und die zweite Herausforderung, die bei diesem Cardigan ja, angegangen wird, ist, das ist ein Cardigan und ich stricke ihn runter. Was denkt ihr, was als nächster, also was als der letzte Schritt bevor das zu einem Cardigan wird? Richtig, es wird Sticken sein. Ja, ich werde, also hier, das ist die Vorderseite, sieht man natürlich bei Schwarz nie so sehr, aber so, ich versuche das mal zu zeigen. Das ist Vorderseite und hier in der Mitte sind fünf
Maschen, ja, so das Steak-Panel sozusagen. Also da sind Steak-Maschen. Diese fünf Maschen werden in der Mitte durchgeschnitten und dann nach innen eingeschlagen und eingenäht. Irgendwie sowas. Ich habe mich mit dem Sticken ja nur theoretisch auseinandergesetzt und habe bei den Herausforderungen, glaube ich, oder bei meinen, also in irgendeiner meiner Folgen, habe ich gesagt, dass ich keine Angst vor dem Sticken habe. Mein Problem beim Sticken wird wahrscheinlich eher sein, so dieses Absichern der Ränder, bevor man stickt. Da muss man ja irgendwas nähen oder häkeln und beides mag ich nicht so gern. Also häkeln wird noch eher gehen als nähen. Ich werde mich später entscheiden, mit welcher Methode ich das mache. Aber auf jeden Fall dachte ich, ich mache das jetzt. Ja, ich stricke schnell mal ein Cardigan mit Colorwork mit dickerer Wolle und schneide das Strickstück durch und mache daraus ein Cardigan. So, ich wurde kurz unterbrochen. Mein Hund ist wieder da. Jetzt leistet er uns doch Gesellschaft heute. Und ich sprach vom Festive Yoke Cardigan von Scandia Knits. Da, das Design gibt es ja auch als Pullover, habe ich gesagt. Und es gibt halt wirklich viele Wahlmöglichkeiten, wie man Colorwork macht, wie viel man davon macht und was man genau daraus macht. Ja, es gibt erstmal zwei grundsätzliche Möglichkeiten, dass man nur die Rundmasse mit Colorwork versieht oder halt vielleicht auch ein bisschen hier an den Ärmeln und unten und auf jeden Fall nicht komplett Colorwork. Und diese Möglichkeit werde ich wahrscheinlich auch nutzen, sozusagen, und nur hier oben mit Colorwork arbeiten, bis ich die Ärmel abtrenne und dann halt ohne Colorwork einfach nur glatt rechts in Runden mit in Schwarz stricken. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ja, vollständig, also den gesamten Pullover oder den gesamten Cardigan mit Colorwork zu stricken. Und das sieht auch schön aus. Und es gibt verschiedene Motive, die man quasi beliebig zusammenstellen kann. Also natürlich gibt es, also je nachdem, wo man sie reinsetzen möchte, muss man natürlich ein bisschen rechnen, sodass sie auch passen. Weil hier am Yoke, der Rundpasse werden ja Zunahmen gearbeitet und dann muss die gesamte Maschenzahl zu der Anzahl, also zu dem Rapport, der ja durch das Muster vorgegeben wird, also das Bildchen im Colorwork vorgegeben wird, muss zusammenpassen. Aber ansonsten kann man quasi ja, beliebig die Motive zusammensetzen und das ist natürlich sehr schön. Ich muss noch schauen, ob ich mir die Arbeit machen möchte und irgendwas auswählen oder ob ich einfach nur die vorgegebenen Motive für die Rundpasse, ich vergesse ständig das Wort, weil ich ständig Yoke im Kopf habe. Ja, also ob man die Motive für. Oh, nein. Ich werde eventuell halt einfach nur die vorgegebenen Motive für die Rundpasse nehmen und das ja so stricken, wie das im Muster vorgegeben ist. Mal sehen, ja, wonach mir ist. Aber auf jeden Fall, das, was ich gerade gezeigt habe, das ist Arbeit von 2 Abenden und ja, vielleicht 2 Stunden insgesamt, weil ich die letzten Tage schon ein bisschen müde war abends, weil ja, wir hier nicht ganz gesund waren, sage ich mal, in der Familie. Und das hat natürlich viel Zeit und Kraft gekostet und deswegen bin ich recht schnell oder ja, bin ich recht schnell schlafen gegangen. Aber auf jeden Fall ist das in 2 Stunden entstanden, ja. Und das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich stricke mit den Vierernadeln, also 4 mm Nadel und das geht recht schnell. Ja, also es ist und die Muster sind einfach. Also es macht Spaß. Das hätte ich echt nicht gedacht, aber Colorwork stricken macht mir Spaß und das Garn ist natürlich echt toll. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eigentlich Shetlandwolle. Shetlandwolle verstehen viele als kratzig. Ist es nicht. Ja, also ich halte das hier am Hals. Unglaublich schön warm. Sehr angenehm. Ist rustikal, ist non-superwash. Also das spürt man schon. Aber das ist eigentlich auch der Vorteil. Und das, also ich finde das sehr gut. Ich könnte das als Decke nutzen, ohne eine Zwischendecke sozusagen. Also ich könnte das am ganzen Körper nutzen. Das ist einfach nur angenehm. Ich glaube, ich werde noch andere Farben in meinen Etsy-Shop reinnehmen,
weil ich das Garn einfach total toll finde. Ich habe schon gesehen, dass West Yorkshire Spinners auch Shetlandwolle anbietet, aber ich kannte halt Shetlandwolle eher als ja, so ein bisschen kratziger. Und dann habe ich das angefasst und habe diese Farben, zwei Farben direkt mitgenommen. Und ich werde aber wahrscheinlich noch ein paar andere Farben mit reinnehmen, weil das ist einfach nur eine tolle Wolle. Wirklich schön. Genau, das waren Erfolgserlebnisse und kleine Siege über sich selbst. Das ist mein größter Sieg eigentlich. Dann kommen noch zwei Punkte. Einmal, ja, die Universalität des Strickens. Ja, bei mir ist das so grundsätzlich, dass ich eigentlich ein recht hibbeliger Mensch bin. Ich weiß nicht, ob man das merkt an dem, wie ich spreche, dass ich mich viel bewege. Ich gestikuliere ja recht viel. Ja, also ich brauche Bewegung. Und ich kann zum Beispiel nicht fernsehen, ohne zu stricken. Das langweilt mich, ja. Und das war in den Monaten oder Jahren, wo ich wenig oder gar nicht gestrickt habe, war das irgendwie eine Quälerei. Ich konnte einfach nicht fernsehen, ja. Ich habe auch kein normales Fernsehprogramm eigentlich. Ich habe auch keinen Kabelanschluss oder sowas. Brauche ich nicht. Also ich lasse ein Fernsehgerät nicht die ganze Zeit laufen. Ich gucke mir ganz gezielt Sachen an. Aber auch das konnte ich nicht. Ich musste währenddessen entweder Sport machen oder hin und her laufen oder stehen oder mich hinsetzen, aufstehen, Kaffee machen und so weiter. So ein bisschen nervig für andere natürlich, wenn welche mitgucken. Aber mit dem Stricken passiert das alles nicht mehr. Ich kann stundenlang sitzen, gucken oder nicht gucken, ist egal. Aber auf jeden Fall kann ich stundenlang sitzen und warten und ich langweile mich nie. Ja, ich kann das Stricken überall mitnehmen. Es gibt für mich keine Langeweile mehr, seit ich wieder so intensiv stricke. Egal, was ich machen muss, wenn ich dann stricken kann, dann freue ich mich auf dieses Warten, sage ich mal. Es gibt sogar Strickerinnen, die während sie mit dem Hund spazieren gehen, stricken können. Das kann ich nicht, weil ich einen großen Hund habe und in der Stadt wohne und ja, den an der Leine halten muss. Meistens, nicht immer. Also wir laufen ja auch schon mal im Wald ohne Leine, aber ja, also an der Straße muss ich natürlich ihn anleinen. Da geht das Stricken nicht und ich glaube, da würde ich schon sehr schief angeguckt werden, wenn ich durch die Straßen gehe und stricke. Aber grundsätzlich ist Stricken halt universell einsetzbar und ich finde das, ja. Das rettet mir quasi mein Seelenfrieden nochmal zusätzlich, indem ich nicht so hibbelig sein muss, weil ich ja eh beschäftigt bin. Und das erklärt auch so ein bisschen, oder diese Hibbeligkeit, die ja quasi zu meinem Wesen dazugehört, erklärt auch, warum ich so viele Projekte in Arbeit habe gleichzeitig. Ja, auch jetzt stricke ich ja, habt ihr ja gesehen, sind alles unbeendete Projekte. Ein beendetes habe ich auch übrigens. Und ich brauche diese Auswahl. Ich muss zwischen Projekten wechseln können, weil manchmal geht mir die Farbe auf den Keks, dann muss ich irgendwas anderes nehmen. Ja, dann muss ich andere Farben haben. Manchmal möchte ich ja wechselnde Farben in einem Strickstück haben. Manchmal möchte ich aber gleiche Farbe und dafür aber Struktur. Ja, und deswegen habe ich ganz viele verschiedene Projekte, ja, in denen ich quasi alle meine Neigungen ausleben kann. Komplex oder einfach, bunt oder gediegen, ja, sowas. Das war der vorletzte Punkt. Und der letzte Punkt ist jetzt, das ist eigentlich so für mich der schönste Punkt. Durch das Stricken empfinde ich mich noch mehr als Künstlerin. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen und die sich vielleicht mein Profil auf Instagram angeguckt haben, haben vielleicht gesehen oder gelesen eher, dass bei mir als Beruf Künstlerin steht. Und das kommt nicht daher, dass ich schöne Bilder malen kann oder ein Musikinstrument spielen kann. Das kann ich beides nicht. Ich schreibe zwar, aber ich würde mich nicht als Schriftstellerin betrachten, also zumindest nicht jetzt, weil ich Fachliteratur schreibe. Ich denke mir zwar auch eigene Geschichten aus, aber das würde, glaube ich, noch nicht dafür reichen, um zu sagen, dass ich ja so die Künstlerin bin in dem weit verbreiteten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich mein Leben anschaut, wenn man sich anguckt, wie mein beruflicher Weg gelaufen ist, dann merkt man, dass ich dabei irgendwas erschaffe. Irgendwas, was darauf basiert, was ich gelernt habe,
Aber gleichzeitig ergänze ich, ja, wie ein, weiß ich nicht, wie ein Künstler meine eigenen Ideen, mein eigenes Wesen bringe ich immer ein, sowohl beim Stricken als auch beim Arbeiten als Übersetzerin oder beim Arbeiten als Kursentwicklerin und Autorin. Ich bringe immer sehr viel von meiner Persönlichkeit ein. Und das betrachte ich als künstlerisch. Und das ist beim Stricken auch so. Ja, also alle, die stricken, werden früher oder später auch Eigenes mit reinbringen in die Projekte. Alleine dadurch schon, dass wenn wir alle nach der gleichen Anleitung stricken, verschiedene Sachen entstehen. Ja, weil wir unterschiedliche Fadenspannung haben, wir stricken unterschiedlich. Die einen stricken eher ja, so gleichmäßig, die anderen weniger gleichmäßig, fest, locker. Alles Mögliche kann man da treffen. Jeder von uns bringt etwas Eigenes mit rein und am Ende entsteht ein eigenes Werk. Und wenn man dann auch noch Modifikationen ins Design reinbringt, entsteht auch ein ganz anderes Strickstück und nicht das, was die Designerin sich vielleicht vorgestellt hat. Je nachdem, wie viel man davon reinbringt natürlich. Aber ja, das kommt bei mir irgendwie automatisch. Ich fange immer an, nach der Anleitung zu stricken und kann mich auch immer wieder zurück auf die Anleitung besinnen sozusagen. Aber ich bringe eigentlich meistens oder immer eigene, ja, Ideen mit rein. Ja, so dass ich am Ende ein Strickstück habe, das zwar sehr stark oder weniger stark angelehnt ist an das ursprüngliche Design, aber das ist trotzdem auch mein Werk. Oder was ich beim Stricken noch viel mehr natürlich machen kann, ich habe ganz häufig Bilder im Kopf dazu, welche Garne ich zum Beispiel miteinander kombiniere und was ich aus diesen Garnen dann machen würde. Ich habe ja auch erzählt, ich habe ja so ein paar Ideen, Designideen, ja, für die ich irgendwie mehr Zeit nehmen muss. Und ich setze mich da nicht unter Druck. Irgendwann mache ich das, hoffentlich. Und wenn nicht, dann ist dem so. Aber ich habe Bilder im Kopf, die ich umsetzen möchte, die noch keiner vor mir umgesetzt hat. Und das Stricken bringt mich quasi jeden Tag näher zu diesem Ziel. Ja. Also das waren die Punkte, die ich so als ja quasi Fortsetzung zu der Folge noch präsentieren wollte, in der ich ja darüber erzählt habe, was uns Stricken gibt. Das ist jetzt quasi etwas, was von mir persönlich kommt, was Stricken mir persönlich gibt. Ich habe auch nicht abgeglichen, ob es in dem Buch von Martina Behm übrigens, das Buch werde ich auch noch mal verlinken. Das Buch heißt Stricken macht schön und ist von Martina Behm und ich habe ein paar Punkte daraus zitiert und mit mir so ein bisschen gematcht. Aber heute war das ja komplett meine künstlerische Leistung, die ich noch ja, kundtun wollte. Ich hoffe, das fandet ihr auch irgendwie interessant oder dass ihr das auf euch beziehen könnt teilweise. Wie gesagt, wenn ihr weitere Gedanken dieser Art habt oder einfach nur andere Gedanken zum Stricken oder zu dem, was ich sage, gerne in den Kommentaren ja, kundtun. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Vielleicht noch ganz kurz zu dem, was ich dann doch fertig gestrickt habe in den letzten Tagen. Das war mein Musselburgh Hat, also Mütze. Die werde ich hier zeigen. Die liegt leider auf der Heizung und trocknet gerade. Ich habe sie ungeschickterweise heute gebadet. Aber ich habe Bilder gemacht vorher, ungewaschen. Ich habe sie auch schon getragen ein paar Tage und dann dachte ich, nee, ich wasche sie doch, weil ja, das Strickbild dann doch ein bisschen uneben ist noch. Und ich muss sagen, also ich habe sie aus Fino von Manos del Uruguay gestrickt. Das ist ein Merino-Seidengemisch. Superwash, dennoch sehr warm und sehr fluffig. Das strickt sich sehr angenehm und das ist wirklich, also das ist unglaublich weich. Ja, daraus habe ich ja schon einen Pullover gestrickt, den ich auch, also diesen Trompetpullover, den ich auch schon mehrfach erwähnt habe in den Podcasts. Und die Mütze ist sehr warm. Es ist unglaublich angenehm, wirklich, also egal wo man sie anlegt, ist sie weich. Ja, ist halt wirklich sehr weiches Garn. Ich bin gespannt, wie sie sich verändert nach dem Waschen. Der Pullover hat sich nicht großartig verändert.
auch hat sich nicht verzogen oder so. Das hoffe ich bei der Mütze auch. Also jetzt direkt nach dem Waschen sah sie noch so ein bisschen so aus, als hätte sie sich gedehnt. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur Glätten, das mir ja so wie Dehnen vorkam. Für diejenigen von euch, die eben gestutzt haben, als ich Heizung gesagt habe, ich mache das normalerweise so, vielleicht so einfach nur so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich trockne schon recht viele Sachen auf der Heizung, gestrickte Sachen, die ich gebadet habe, auf der Heizung. Und zwar immer diejenigen, die auf die Heizung passen. Am besten auf die Heizung, die ja so, ja, wie heißt das, so tief ist, ja, also wo man flach drauflegen kann. Und zwar lege ich zuerst ein Tuch, entweder ein nasses oder ein trockenes Tuch, je nachdem, welches gerade zur Hand ist, auf die Heizung und da drauf dann das bereits in einem Tuch etwas abgetrocknete Strickstück, solange das nicht zu sehr hängt. Ja? Zum Beispiel Mützen, Handschuhe, Socken, Kinderpullover oder halt andere Kindersachen, ja, die klein sind und die nicht hängen würden, wenn ich sie über die Heizung lege. Die lege ich dann auf so ein Tuch auf der Heizung, die nicht stark heiß ist, aber die schon etwas wärmt, damit sie schneller trocknen. Und das hat sich bewährt. Das ja, lässt die Sachen viel schneller trocknen. Dann müssen sie hier nicht tagelang irgendwie auf dem Boden liegen. Das ja, und ich hatte auch keine Probleme dabei. Wie gesagt, nicht zu heiß die Heizung anmachen, also ja, so dass sie halt warm ist, aber nicht heiß. Und ja, die Sachen nicht hinhängen, sondern hinlegen. Wenn ein bisschen was runterhängt, also so ein paar Zentimeter oder halt auch mehr bei einem Kinderpullover, der nicht schwer ist, wenn der dann halt so drüber hängt und die Heizung dann so breit, also so 10 bis, weiß nicht, 10 Zentimeter wahrscheinlich breit ist, dann gibt das dem Kleidungsstück genug Halt, sodass es nicht runterhängt. Ja, und sich nicht dadurch ausdehnt. Und vorher bringe ich natürlich die gebadeten Sachen in einem trockenen Handtuch. Also ich ja, lege sie halt auf das Handtuch. Das kennt ihr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das für dich überflüssig, dass ich es hier sage. Aber da ich weiß, dass es auch Anfängerinnen gibt unter meinen Zuschauerinnen, erkläre ich das lieber mal kurz. Ja, wie gesagt, nach dem Baden nehme ich die Sachen vorsichtig aus dem Wasser. Ja, drücke das Wasser raus, lege sie auf ein Tuch, bringe sie in Form so ein bisschen, noch nicht so die richtige Form, und wickle dann das Handtuch so ein mit dem Kleidungsstück oder mit dem Strickstück, und ja, trampele ein bisschen drauf rum, so dass das Wasser möglichst in das Handtuch übergeht und das Strickstück möglichst trocken ist und dann erst lege ich das auf die Heizung, wenn es passt. Das mache ich aber nicht bei meinen Pullovern, solange sie noch sehr nass sind, weil sie ja größer sind in der Regel und länger und sich dann vielleicht dehnen würden oder halt die Form verlieren würden. Also wenn sie sich dann halt aushängen, dann werden sie schmaler und länger und das ist nicht mein Interesse, je nachdem, was für ein Kleidungsstück das ist. Also bei Pullovern bei meinen großen Sachen mache ich es nicht. Also Tücher, Pullover, Cardigans, genau, bei denen mache ich es nicht, aber bei allen anderen Sachen mache ich es schon und das ist ganz bequem. Was noch? Ich glaube, das ist alles für heute. Ich bin sehr froh, dass ich es halbwegs während der Mittagspause geschafft habe. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen, muss ich halt ein bisschen länger arbeiten, aber das werde ich verkraften. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich auf die Kommentare, auf neue Abonnements und auf so wollte ich es nicht ausdrücken, auf die Abonnentinnen und Abonnenten, die schon vor dieser Folge Abonnentinnen und Abonnenten waren. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, vielleicht ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich schaffe ich es erst kurz vor dem Wochenende, die Folge zu bearbeiten und hochzuladen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Tschüss.